Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, die zwei vor einer Woche vorgestellten Babykätzchen haben bisher leider keine Interessenten gefunden. Das ist keine schöne Vermittlungsnachricht. Getrennt hätten sie vielleicht jeweils ein Zuhause gefunden, aber das wäre für die Freundinnen nicht gut. Zuerst kommt das Wohl der Tiere und dann die Wünsche der Menschen, so sehen es die Tierheimmitarbeiter. In unserer heutigen Folge stellen wir wieder zwei Katzen vor, denn Katzen sind im Moment in der Arche Noah in großer Zahl vorhanden. Die erste Vorstellung hat ein schwarzer Kater, der vom Veterinäramt aus schlechter Haltung ins Tierheim eingewiesen wurde. Er ist ein Jahr alt und heißt Jack. Der arme Jack hatte so viele Parasiten, dass sein schönes schwarzes Fell schon ausging und er am ganzen Körper Grind und Kruste hatte. Er lebte bis jetzt in einer Wohnung. Jack wurde in der Arche Noah kastriert und tierärztlich behandelt. Er wird wieder ein ganz schöner schwarzer Kater, sagt Tierheimleiterin Katrin Mattes. Nun braucht Jack schnell ein neues Zuhause, wo er sich wohl und angenommen fühlen kann. Im Quarantänezimmer spielt er mit seinen Pfötchen mit einem Leidensgenossen in der Box darüber, so dass Katrin Mattes denkt, er könnte auch als Zweitkatze leben. Jack ist mit den Menschen umgänglich und sucht liebe Katzenfreunde, die fühlen lassen, wie gut streichelnde Menschenhände tun. Dann glänzt bald sein schönes schwarzes Fältchen wieder in der Sonne. Die zweite Vorstellung hat eine 8-jährige Katzendame im sprichwörtlichen Sinne. Das Tigerchen wurde auch vom Veterinäramt eingewiesen, weil sie von ihren Besitzern bei deren Auszug einfach in der Wohnung zurückgelassen wurde. Sie ist etwas eigen, eben eine richtige Dame. Die Tierheimleiterin würde sich gern an Katzen erfahrene Menschen geben, die erkennen, wann die Nils ihre Ruhe möchte. Am besten wäre für sie eine Einzelperson oder Ehepaar, die schon immer ihr Leben mit einer Diva teilen wollten. Bisher lebte die Mieze in einer Wohnung, das muss aber nicht unbedingt so bleiben. In ruhiger, ländlicher Lage kann man sie langsam an Freigang gewöhnen, meint die Tierheimchefin. Kinder sollten nicht im neuen Zuhause sein. Außerdem mag die Diva auch keine Artgenossen. Sie braucht ihre Menschen und ihre Wir für sich allein. Genau wie bei uns Menschen. Manche sind sehr gesellig, andere lieber Einzelgänger.